Ladet euch als erstes die NinaWarn-App herunter. Öffnet anschließend die App und erlaubt der App, euch Benachrichtigungen zu senden. Lest euch das Tutorial durch, bevor ihr startet. Klickt auf Ort hinzufügen, um euren Standort zu aktivieren oder weitere Standorte hinzuzufügen. Nach Belieben einstellen. Mit einem Klick auf das Burger-Menü könnt ihr euer Warngebiet umbenennen, den Umkreis ändern oder es löschen. Auf der Karte könnt ihr euch für jedes Gebiet in Deutschland verschiedene Meldungen, wie zum Beispiel die Corona-Fallzahlen, anzeigen lassen. Mit einem Klick auf das Informationssymbol oben rechts könnt ihr euch die Bedeutung der jeweiligen Anzeigefarben erklären lassen. Unter dem Reiter Corona findet ihr viele wertvolle Informationen zum Thema. Unter Notfalltipps seht ihr viele Themen, die wir ausführlich auf unserer Webseite bbk.bund.de behandeln. Klickt auf Mehr und auf Einstellungen, um eure bevorzugte Warnstufe einzustellen. Vor welchen Gefahren möchtet ihr gewarnt werden? Ab welcher Gefahrenstufe möchtet ihr eine Warnung erhalten? Welchen Ton möchtet ihr haben? Auch den Dark- oder Light-Modus könnt ihr hier auswählen. Probiert gerne alle Funktionen einmal aus.